Die Besonderheit an diesem Ergebnis ist, dass wir zum ersten Mal mit dieser Messmethode in den Sub-Elektronenvolt-Bereich vorgedrungen sind. Das ist bisher noch nie gelungen. Also wir sind ja zum ersten Mal auf 0,8 Elektronenvolt mit unserer Sensitivität vorgedrungen. Und Elektronenvolt ist die Einheit, die man in unserem Gebiet als Einheit für eine Masse benutzt. Wenn man das in Kilogramm umrechnen würde, wäre man bei ca. 10 hoch minus 36 Kilogramm, also 0,36 Nuller, also eine sehr kleine Zahl. Da gibt es im Prinzip zwei Gründe für. Das Neutrino ist das häufigste Materieteilchen im gesamten Universum. Und aufgrund dessen spielt es eben eine große Rolle in der Entwicklung vom Universum. In der Fragestellung zum Beispiel, wie haben sich Strukturen entwickelt, wie kam es zu unseren Galaxien oder Galaxienhaufen. Und selbst wenn das Neutrino sehr, sehr leicht ist, spielt es eben eine Rolle, weil es so häufig vorkommt. Dann gibt es noch einen zweiten Grund, der kommt aus der Teilchenphysik. Das Neutrino ist ein sehr besonderes Teilchen, ganz anders als alle anderen Teilchen, die man kennt. Die Masse vom Neutrino nämlich ist extrem viel kleiner als die Massen von all den anderen Teilchen. Zum Beispiel wissen wir schon heute, dass die Neutrinomasse mindestens 1 Million Mal kleiner ist als die Masse von einem Elektron. Und diese große Lücke in der Masse, die könnte bedeuten, dass das Neutrino seine Masse auf eine ganz andere Weise bekommt als die anderen Teilchen. Die zweite Messkampagne lief einen Monat lang. Die erste Messkampagne 20 Tage. Also wir haben noch gar nicht so viele Tage bisher analysiert, um auf diese 0,8 Elektronenvolt Sensitivität zu kommen. Insgesamt will Katrin 1000 Tage messen. Die sollen bis 2024 erreicht sein. Ob wir die Neutrinomasse dann tatsächlich messen können oder nicht, hängt davon ab, wie schwer das Neutrino tatsächlich ist.